Ja, ich wusste, dass ich jetzt nicht von der Form her über 100% bin, deswegen wollte ich in die Gruppe und weiß nicht, ob den richtigen Riecher. Ich habe, glaube ich, am Anfang bin ich ziemlich viel mitgegangen und war, glaube ich, dann auch so ein bisschen so eine Willens- oder eine Einstellungssache. Für so also ein kleineres Team ist es natürlich auch schön, erstmal vorne so eine gewisse Präsenz zu zeigen. Aber schon ein zähes Stück Arbeit. Ja, ich bin da nochmal ein Stück mitgegangen. Aber im Endeffekt ist das dann nur eine Frage der Zeit. Ob du dann den Hügel nochmal überlebst und dann irgendwie am nächsten aufgehst, ist dann ganz nett. Aber im Endeffekt war mir schon klar, dass wenn man den ganzen Tag da vorne ist, dass man jetzt nicht mehr wirklich in die richtige Rennentscheidung mit eingreifen kann. Also mit meiner persönlichen Leistung bin ich ganz zufrieden, weil ich mir auch nicht allzu viel versprochen habe, weil ich jetzt 2 Wochen fast krank war. Also von daher denke ich, dass ich mich ja ganz gut verkauft habe und dass mich das positiv stimmt für die nächsten Aufgaben. Das werden welche sein? Dienstag geht es weiter mit der Trentino-Rundfahrt. Also nicht allzu viel Zeit zum Ausruhen.